denn heute zeige ich euch ein Video vom DM und zwar um meine Lieblingsprodukte für Contouring. Ich mag das Schminken sehr, darüber zeige ich euch auch bald ein paar Videos, wie ich das mache. Heute habe ich nur Puder drauf und einen Rouge und einen Highlighter und das war es eigentlich schon. Ich zeige euch jetzt mein Lieblingscamouflage, was ich mir unter die Augen mache. Und zwar ist das von P2, die 010, weil ich sehr hell bin. Und ich mache das mal kurz auf. Und da ist hier so ein Creme-Puder, also so ein Creme-Lid. Also das tue ich mir hier unten drauf tragen mit einem Pinsel. Und hier ein Puder zum Fixieren. Das heißt, wenn ich unten das drauf gemacht habe und schön sanft ausgestrichen habe, tue ich mir das Puder drauf zum Fixieren. Ist auch nochmal ein schöner Highlighter. Sieht einfach schön aus. Ich kann es sehr empfehlen. Ist günstig, kostet so 3 Euro. Und ist eigentlich ein super Produkt, finde ich. Ich habe auch von Bobbi Brown das. Aber ich finde super Alternative, total gut und günstig. Dann habe ich das Camouflage von Essence. Das ist die Nummer 10, Natural Beige. Und ich finde es auch gut. Aber ich finde, wenn du jetzt sehr, sehr, also zur öligen Haut neigst, finde ich es jetzt nicht so gut. Also da finde ich das von P2 viel besser. Und kann das dadurch besser empfehlen. Hier finde ich halt gut, es ist ein helles und ein dunkles dabei. Finde ich persönlich super. Aber ja, wie gesagt, P2 super. Ist, finde ich, fast mit Bobbi Brown zu vergleichen. Also echt ein tolles Produkt, das P2. Dann habe ich von Uma diese Contouring-Palette. Habe ich jetzt ein bisschen schon probiert, aber jetzt noch nicht so viel. Guck mal da. Das soll sein zum Rouge nachempfinden. Und das soll zum Highlighten sein. Hier oben das ganz helle, dann der mittlere Ton und hier so ein Aschton. Ich finde es jetzt persönlich, die Farben, die ich ausprobiert habe, haben sich super verstreichen lassen. Eigentlich top war das. Mit dem Rouge, da gehe ich lieber doch auf mein herkömmliches, was ich habe. Und zwar von Manhattan nehme ich da den Ton. Voll super. Dann habe ich, wenn ich meine Base vom Contouring drin habe, nehme ich habe ich jetzt dieses Fixier Contouring Puder gekauft von Essence. Ist finde ich super. Ich habe jetzt aber noch nicht so die großen Erfahrungen von anderen. Also bis jetzt finde ich super. Es mattiert schön ab, man glänzt nicht mehr so doll und erfüllt den Zweck. Kostet auch so 2-3 Euro, ist echt günstig. Super. Dann habe ich den Eyebrow Kit. Den finde ich, ich habe auch einen von Smashbox. Ich finde Smashbox und dieses kann man wirklich nicht vergleichen. Ich finde diesen okay, aber Smashbox ist nochmal langanhaltender, besser zum Auftragen, bröselt überhaupt nicht und der bröselt leider leicht. Also immer wenn ich hier die Kontur nachziehe, leider ja, etwas fällt mir immer runter. Ist ein bisschen schade drum. So. Dann habe ich hier nochmal ein Primer, also ein Fixierpuder, was ich nach dem Konturieren auftrage. Finde ich jetzt auch gut. Allerdings finde ich immer, das ist immer so blöd mit dem Schwämmchen hier. Ja, es bröselt halt immer überall. Also bei mir fährt es dann überall irgendwie so rum. Ich finde es ganz gut, aber ich finde, ja, ich finde das andere, wo man doch mit seinem Puderpinsel reingeht und das dann hier einfach abmacht, doch besser wie jetzt das. Ich finde das auch nicht schlecht, aber ich finde es jetzt besser. Allerdings finde ich das jetzt gut, wenn man es doller drauf macht. Das hier kann man doller drauf machen und sich noch ein bisschen nachschminken möchte, oben am Augenlid. Finde ich natürlich das auch gut, weil da macht man weg, die Schicht, und man sieht nichts mehr. Ist auch natürlich super. Und dann komme ich schon zu meinem letzten Teil zum Konturieren oder zum Pickel. Ja, wenn man so rote Stellen hat oder auch Pickel hat zum Verbergen, habe ich dieses hier gekauft.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich finde jetzt, für mich finde ich es nicht gut. Ich habe jetzt das Grüne sehr oft genommen oder auch das Rote hier, um meine Augenringe, wenn ich welche habe, zu kaschieren. Ich fand jetzt das Grüne leider nicht deckend genug. Also man hat es zwar aufgetragen, aber es ist dann ganz schnell, hat sich verschmiert und man hat die Rötung sofort wieder durchgesehen. Fand ich, oder finde ich sehr schade, ist auch sehr ölhaltig. Also wenn du sehr, sehr ölige Haut hast, finde ich es nicht so gut, weil es schmiert dann und du siehst dann echt lange, auch wenn du ein Fixierpuder drüber hast, nicht gut aus. Ja, das war jetzt mein Haul vom DM über Contouring. Ich muss sagen, die günstigen Produkte sind teilweise super und teilweise finde ich es jetzt, wenn man sehr, sehr ölige Haut hat, nicht so gut. Also es kommt auf die Haut drauf an. Ansonsten finde ich es eine super Alternative. Also ich habe da, ich glaube, beim DM zugeschlagen, wahnsinnig viel. Ich glaube, ja, ich habe alles genommen, was ich so toll fand und habe dann 44 Euro bezahlt und bin dann rausgegangen und dachte mir, wow, okay, beim Douglas mit Bobbi Brown und Smashbox und also meine Lieblinge. Darüber zeige ich euch dann auch noch was so meine Lieblinge sind. Da gehe ich unter 200, 300 Euro nie raus. Also muss ich echt sagen, finde ich DM, auch wenn man dann mal so ein Kit hat oder so, was man halt nicht so gut findet, aber sagt, okay, das kann ich trotzdem verbrauchen oder ich schminke dann da halt meine Schwester mit oder meine Freundinnen und vielleicht hebt es bei denen besser, vielleicht ist meine Haut auch einfach nicht so gut. Ich teste es auf jeden Fall weiter. Finde ich, ist eine super Alternative, auch für Schüler. Super. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Für kleines Geld tolle Produkte zu bekommen. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut. Ich hoffe, ihr guckt mal wieder rein, tut meinen Kanal abonnieren und mir auch mal ruhig ein Feedback hinterlassen, was ihr sehen wollt, was auch nicht. Es kommt auch bald ein Video über Nägel. Ja, meine müssen wieder gemacht werden, wie ihr gesehen habt, bestimmt beim Reinzeigen. Und darüber kommt auch ein Video und diesmal will ich, das Video wird über Swarovski-Steine sein, komplett über den ganzen Nagel gezogen, einer zumindest. Und da zeige ich euch, wie es gemacht wird. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao.